Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute vor, mich mal mit dieser Chocolate Palette von Revolution, ne, Chocolate Rosé Gold, zu schminken. Habe ich lange nicht gemacht. Ich habe sie mal wieder rausgesucht, also mit diesen Farben. Und da habe ich ja auch so einen hellen Ton bei, der matt ist, ein paar matte Töne und ein paar schimmernde Töne. Und damit möchte ich mir heute einen Look schminken. Ich habe schon mein Mousse, ne, von Essence aufgetragen und das Zauberpuder von Make-up Coach. Das mache ich mir auch immer über die Wimpern und die Lippen. Dann hält der Lippenstift ein bisschen länger und auch die Wimpern, die der Mascara. Ne, der hält dann auch länger. Gut, dann fange ich einfach mal an. Ich nehme mir hier wieder so eine Haarreif, um mir die Haare aus dem Gesicht zu machen. Und fange gleich mit der Palette an, weil vorbereitet bin ich ja. Gut, ich nehme dann so einen puscheligen Pinsel und gehe erstmal hier in diesen hellen Ton, um das Augenlid zu setten. Na? So, das reicht auch schon, weil ich habe auch ein bisschen Puder drauf. Und dann möchte ich einen schimmernden Ton. Ich nehme mal diesen braunen schimmernden Ton. So sieht der aus. Mal schauen. Oh ja, der ist kräftig und schimmert schön. Das mache ich mir aber nicht übers gesamte Lid, sondern in der hinteren Hälfte. So. Ich mache das mit dem Finger, weil das dann viel mehr raufkommt und also ist intensiver. Na, man kann das auch mit einem nassen Pinsel machen, wenn man möchte. Vor allen Dingen, wenn man so in die Ecken, wo man nicht reinkommt. Jetzt, das war ja dieser Ton. Der ist ja auch schön. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Jetzt werde ich daneben den helleren Rosé-Ton auf das vordere Teil. Oha! Ich habe die Palette lange nicht benutzt. Ich habe ganz vergessen, wie intensiv und schön die ist. Schaut mal. Da kommt ordentlich was rauf. Diese schimmernden Töne kann man ja nicht so gut verblenden. Also da dann eher vorsichtig erstmal sein. Aber so finde ich das ganz gut. Und jetzt, ich mag es ja auch sowieso ein bisschen kräftiger, nehme ich mir so einen Pinsel, der auf einer Seite länger wird und gehe in diesen dunklen, ich gehe in diesen Braunton, hier an der Seite, ne? Das ist so, um das hier einmal das Schlupflid zu kaschieren. Dann mache ich das so, dass die kürzeren Haare nach oben sind und die längeren nach unten, damit die so ein bisschen in die Lidfalte reingehen kann, und mache so einen Bogen. Seite auch. Ich fange hier unten an, gehe so hoch und dann hier einmal über die Lidfalte, so am Augenknochen entlang mache ich so einen Bogen. Ne, das kaschiert so ein bisschen Schlupflider. Ne, diese Farbe ist jetzt nicht ganz so intensiv, dann gehe ich dann noch mal rein und wiederholt das so lange, bis mir das stark genug ist. Das kann man so ein bisschen aufbauen. Und im äußeren Winkel, da mache ich auch immer gerne ein bisschen dunkler. Äußeren Augenwinkel. So. Ne? Noch ein bisschen. Okay, das war mit diesem Ton. Jetzt habe ich hier so einen goldenen Highlighter. Highlighter, goldenen Ton. So, und da gehe ich so ein bisschen ins Augen, in die Ecken hier rein, ne? Ins Augeninnere.
und mache mir hier mit dem Goldton so ein bisschen. Ja, vielleicht ist das ja auch ein Highlighter, ne? Das ist so ein großes Fännchen. Das mache ich mir nur hier. Und dann gehe ich noch mal in den hellen matten Ton, den ich am Anfang auch hatte, und gehe hier oben rüber und hier von hier in einmal so rüber und einmal hier oben lang. So. So schaut das jetzt aus, ne, aus der Chocolate-Palette. Dann mache ich mir die Augenbrauen einmal. Dann nehme ich wieder von Manhattan meinen Kajalstift und strichel das hier vorne, fange ich an so ein bisschen in Richtung nach oben und dann zur Seite. Und hier mache ich das, betone ich das mehr im oberen Bereich. Gehe hier rüber, hier hinten habe ich ein bisschen weniger. Da lasse ich das dann so auslaufen. Und auf dieser Seite dann auch, hier so ein bisschen strichelnd nach oben. Und immer, ich mache das nie in einem Strich durch, sondern ich strichel das immer so lang, dann sieht das natürlicher aus, ne? Aber da gehe ich jetzt mehr am oberen Rand der Augenbraue lang. Dann sieht die Augenbraue optisch etwas höher aus, ne? Und dann hinten, wo es ein bisschen dünner wird. Danach habe ich ja an diesem Stift auch noch die Bürste. Das finde ich ganz praktisch. Das bürste ich dann noch einmal in Form. Ne, vorne so ein bisschen nach oben und dann zur Seite. So. So ungefähr, wie sie auch wachsen. Gut. Dann habe ich ja noch in einer Glossybox gehabt, hier so einen weißen Eyeliner. Das mache ich mir gerne immer im inneren Augen. Geht. So. Genau. Ja, das öffnet noch mal ein bisschen die Augen und ich überlege gerade, ich werde mal unten auch noch mal den Braunton nehmen. Da habe ich mir hier so einen, der ist schmal, und werde dann noch mal in diesen Braunton, mit dem ich mir hier oben mein Schlupflid kaschiert habe, und gehe damit hier unten noch mal rüber. Muss auch nicht zu dünn sein, nach unten hin ein bisschen auslaufen lassen die Farbe. Das macht noch mal optisch das Auge größer. So. Ne? Voilà, war ich beinahe im falschen Ton gegangen. Genau. Ist mir das hier ein bisschen viel. Da kann man dann immer mit einem sauberen Finger lang wischen. Und dann geht das. Okay, das ist, was ich jetzt da oben mit den Farben aus der Chocolate-Palette gemacht habe. Jetzt werde ich mir einen Eyeliner nehmen, nämlich heute diesen hier wieder von Avon. Das ist mit einer festeren Spitze, das lässt sich gut auftragen, aber nur so ein bisschen ganz dünn. Vorne sehr dünn anfangen. Nach hinten könnt ihr ruhig ein bisschen dicker werden. Na, und wenn ihr wollt, macht ihr euch hinten dann noch mal so einen Wing. Schräg nach oben könnt ihr euch am Ende der Augenbraue orientieren. So ganz dünn nur. Heute nicht so viel. Auf dieser Seite dann auch noch mal. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr bis an den Wimpernrand kommt. Ich habe heute jetzt nicht mit dem anderen Kajalstift nochmal vorgezeichnet, um das zu verdunkeln. Da muss man sehr aufpassen, dass man wirklich bis an den Wimpernrand kommt. Bei mir ist das so, dadurch, dass das Licht hier blendet und der Spiegel ist ein bisschen weiter weg, kann ich das manchmal nicht ganz so gut sehen. Aber wenn ihr das zu Hause vor dem Spiegel macht, ich denke, dann kann man da ja auch genauer gucken. Na? So. Und dann hinten einfach so ein bisschen nach oben. Zum Ende der Augenbraue in die Richtung. Was ich immer schade an diesen Stiften finde, die sind sehr schnell trocken, ne? Also sonst malen die ja wirklich
besser als mit diesem Pinsel, finde ich. Es ist einfacher. Unten mache ich auch nur am äußeren Bereich so ein klein bisschen. Ja, der wird langsam. Er lässt nach. So, aber es hat noch gereicht. Genau, jetzt ein bisschen die Wimpern tuschen. Weil ich möchte mir dann wieder die von Catrice, die magnetischen Wimpern draufsetzen. Ich finde die so toll, weil das so einfach geht. Und nachher auch ganz einfach abziehen, abschminken, ganz normal. So, ein bisschen schwarz machen die Wimpern. Das soll man vorher machen, sonst passt das ja nicht mit den schwarzen künstlichen Wimpern zusammen. Ne? Und da meine ein bisschen kürzer sind, upsala, mache ich hier vorne ein bisschen mehr. Ja, meine fangen irgendwie hier so erst an und gehen nach hinten. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal. Das ist übrigens von Catrice, der Glam & Doll, der so ein bisschen Schwung gibt nach oben. Das ist somit mein Lieblingsmascara im Moment. Ne? Finde ich ganz toll, aber die von Catrice, die sind eigentlich alle schön, die ich bis jetzt ausprobiert habe, jedenfalls. So. Unten mache ich auch immer ein bisschen. Brauche ja nicht so viel, sieht ja auch nicht schön aus, wenn du unten so viel doll die Wimpern betont hast, aber so ein bisschen, finde ich, das muss sein. Das passt sonst nicht zusammen, oben so doll Wimpern und unten nichts. Das geht irgendwie nicht, ne? So. Muss ich immer aufpassen, dass ich mich nicht verschmiere. Das war der Mascara. Und jetzt kommen die Wimpern. Ich zeige euch das nochmal. Das sind die, ne? Super Easy Magnetics heißen die und die sind von Catrice. Und das Schöne ist ja, wenn ihr die immer zurückpackt, da ist ein magnetischer Streifen und da gehen die dann gleich dran. Das ist der Eyeliner, der dabei ist. Das ist so dieses Pinselchen, aber ganz, ganz dünnes. Und damit müsst ihr jetzt dicht am Wimpernrand, da wo die Wimpern hin sollen, müsst ihr damit jetzt einstreichen. Bis hinten hin, bis zum Ende, wo die hin sollen. Ich gehe auch lieber ein Ticken weiter nach vorne. Das macht nichts, bevor es nachher zu wenig ist. Und so dicht wie möglich am Wimpernrand. Also ich finde, das lässt sich echt gut auftragen hiermit. Ich mache mal noch ein bisschen, damit es nicht zu wenig ist. So. Und auf der anderen Seite dann. Ich wollte jetzt gerade die Hand wechseln, aber besser, ich mache das mit links. Bin ja Linkshänder und dann habe ich da die ruhigere Hand. Ich stütze dann meine Hand auch immer hier nochmal so ein bisschen ab. Könnt ihr aber auch am Tisch abstützen, dann habt ihr eine ruhigere Hand zum Zeichnen. So. Ich denke, das reicht schon. Dann können wir nämlich gleich die Wimpern auftragen. Vorher mache ich mir noch ein bisschen Bronzer von Riva Loves Me mit dem Pastell. Hatte ich ja schon ein paar Mal gezeigt in den Videos. Der ist sehr schön von der Farbe, nicht zu stark, nicht zu dunkel. Weil das ist, ich bin eher blass und das wird bei mir dann ganz schnell zu dunkel und sieht dann unnatürlich aus angemalt. So, ich versuche immer von hinten anzufangen, dran zu denken, weil wenn du vorne anfängst und dann warst gerade drin und dann ist das so viel vorne, das kriegst du immer schwierig. Runter und ich gehe einmal hier oben noch rüber. Wenn du hinten anfängst und nach vorne machst, dann kann dir das nicht passieren. So, ein bisschen an die Nasenwänden. Das mache ich ja auch immer, weil meine Nase so ein bisschen größer ist. Da kann ich sie leicht mit kaschieren. So ein ganz bisschen. Na? Jetzt ein bisschen Rouge. Rouge finde ich immer ganz, ganz wichtig bei einem Make-up. Dann sieht man frischer aus. Ne? Und dann nehme ich so einen großen fluffigen Pinsel, denn dieses Rouge ist nicht so intensiv, da kann ich einen festgebundenen Pinsel auch nehmen,
Wenn du also so ein Rouge hast, das sehr, sehr stark ist, dann nur ganz vorsichtig reingehen. Am besten mit so einem weicheren Pinsel mit weniger Härchen, den wir letztes Mal in der Glossybox hatten. Der ist dafür echt gut geeignet. Aber hier bei diesem nehme ich lieber einen festeren, sonst muss ich das halt umso öfter machen, weil das kommt nicht so viel auf einmal rauf. So. Na, dann gehe ich hier einmal so hoch. Ihr könnt ruhig bis hier so auf die Wangenknochen vorne gehen, wenn ihr das ein bisschen farbiger haben wollt. Die Wangen, ein bisschen frischer sieht das aus. Und dann geht man hier so hoch zu den Schläfen. Man kann dann auch hier die Farbe noch mal so ein bisschen verteilen. Gut, jetzt kann ich noch einen Highlighter nehmen. Da habe ich ja den schönen aus dem Adventskalender von Catrice. Dann nehme ich dann diese Seite. Das ist ein echt praktischer Pinsel, ne? Einmal für Highlighter, einmal für Bronzer. Dann nehme ich diese Seite, gehe da so ein bisschen rein und mache das nur hier auf dem oberen Wangenknochen so ein bisschen. Man kann es auch hier auf der Nase oben noch mal machen. Ich würde es mir bei mir jetzt nicht auf die Spitze der Nase machen, weil die will ich nicht betonen. Na, so. Und dann der schöne Lippenstift von Barbour. Oh, der ist so schön, auch von der Farbe, und der fühlt sich so gut an auf den Lippen. Den liebe ich ja. Der war in der Glossy Box X Barbour. So. Ganz einfach aufzutragen, ganz natürlich von der Farbe, fühlt sich toll an, das ist wirklich ein toller Lippenstift. So, und jetzt kommen die Wimpern. Da zeige ich euch jetzt mal, hoppala, rausnehmen. Und zwar ist eine Seite kürzer und die werden von kurz auf lang. Na? Und sie sind gebogen. Das muss halt nach oben gebogen sein, das lange nach außen. Und dann einfach anklicken lassen. So. Sind sie jetzt dran? Ja. Na? Das ist ja mit dem magnetischen Eyeliner ganz einfach. Und du spürst sie ja überhaupt nicht. Ich bin ja so begeistert davon. Wie gesagt, ich will mir auch noch mal ein paar holen, die ein bisschen noch auffälliger sind. Diese sind schön für einen Tag, aber wenn man mal weggehen will und ein bisschen mehr haben will, dann darf das ruhig mehr sein. Und dann hier einfach, na, da hat es jetzt noch nicht befasst. Das sind hier, seht ihr, ne, drei Magnete dazwischen, und die klicken sich an den magnetischen Eyeliner. Habe ich nicht so weit nach vorne gemalt hier? Doch, hier zählt er, ne? Ne, das ist, da muss ich vorne noch ein bisschen, da habe ich wahrscheinlich nicht so weit nach vorne gegangen. Mache ich mir einfach, wenn es dann nicht gleich hält, nochmal ein bisschen von dem magnetischen Eyeliner rauf. Und zwar bis hier vorne hin und auch nochmal nach hinten. So. Das ist ja nicht ganz so nass sein, ne? Sonst muss man nachher die umso mehr putzen. Ja. Ich könnte ja einfach nachher ausbürsten so ein bisschen. Oh ja, jetzt klickt das. Jetzt, da war wohl nichts vorne. So, und dann sind die Wimpern dran. Und das Make-up ist fertig. Und das geht doch mit den Wimpern so schnell. Das ist 2 Minuten Sache. Ich bin total begeistert davon immer noch. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Pony wieder zurechtzuppeln. Ich habe ihn mir jetzt ein bisschen dicker geschnitten, ein bisschen mehr Pony. Erst habe ich überlegt, lasse ich wieder rauswachsen, weil wenn sie dann einen Tick länger werden, dann stören sie ja immer, ne? Aber ich habe mir jetzt nochmal geschnitten und ein bisschen mehr Pony gemacht. Jo. Rauswachsen geht schnell, kann man immer mal wieder machen. So, jo, so sieht das dann jetzt aus. Und da habe ich heute mal wieder meine Chocolate-Palette rausgesucht. Hatte ich ja lange nichts mitgemacht, hatte ich mal Lust drauf. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.